mit meinen Eltern, die sind aber gerade an der Nordsee, dann auf WDR4 online über den Stream und wir schreiben uns immer per WhatsApp dann, was als nächstes kommt oder schicken uns Audioaufnahmen der Hits, die wir gut finden. Wir haben natürlich auch abgestimmt und haben eine Rangliste erstellt und dann werden wir mit dann abgerechnet und wird geschaut, wer hat die meisten coolsten Platzierungen selber gewählt auch. Und ja, wir freuen uns total und sind gespannt, sind aber auch jetzt schon ein bisschen ja, fassungslos darüber, dass schon so viele tolle Hits jetzt schon haben und fragen uns, was dann noch so alles kommen wird und uns erwarten wird. Also danke für diese tollen Tage, die erheitern wirklich alles und ja, wir versuchen, solange es geht, durchzuhalten und so oft es geht, mitzumachen. Ganz liebe Grüße aus Gladbeck. Tschüss! Tschüss, Sven. Ja, ich kann schon mal verraten, was kommen wird. 370 Titel kommen noch. Das hier ist nämlich unsere Nummer 370, Cream und White Room. Und wenn Sie tatsächlich mal einen Titel verpassen sollten, kein Problem. Sobald ein Titel bei uns gelaufen ist, schalten wir den frei auf wdr4.de. Am Ende haben wir eine ganze Playlist für Sie zum Runterladen.
zuletzt aus den 80ern. Mit Katja Latsch einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Kanzlerin Merkel hat die Corona-Beschlüsse von gestern gegen scharfe Kritik der Opposition im Bundestag verteidigt. Merkel sagte, es gebe derzeit kein anderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen. AfD-Fraktionschef Gauland warf der Bundesregierung dagegen eine Corona-Diktatur vor. Und die FDP forderte mehr Mitsprache des Parlaments bei solchen Entscheidungen. Weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Monat davor. Die Arbeitslosenquote sank um über 2%. Deutschlandweit ist der Trend ganz ähnlich. Die Arbeitsagentur begründet das mit der sonst auch üblichen Entwicklung zum Herbst hin. Im Jahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit wegen Corona allerdings gestiegen. Bei einem Messerangriff in Nizza in Südfrankreich hat es 3 Tote gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere weitere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Über die Hintergründe wurde noch nichts bekannt. Spezialisten einer Antiterror-Einheit haben die Ermittlungen in Nizza übernommen. WDR 4. Land und Leute. Nachrichten aus der Region. In Köln gibt es jetzt mehr als 200 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner. Der Inzidenzwert ist damit auf über 201 gestiegen. Die Stadt möchte zurzeit die Infektionsgruppe von 4.000 Deshalb helfen Soldaten der Bundeswehr bei der Nachverfolgung der Kontakte. Morgen kommen weitere dazu. Im Westmünsterland formiert sich ein Bürgerprotest. In Bocholt sind Bürgerinnen und Bürger gegen die geplante Sanierung des Rathauses, und zwar aus Kostengründen. 1400 Bocholter haben deshalb eine Online-Petition unterzeichnet. Die Stadt will das Rathaus für rund 60 Millionen Euro sanieren. Die Gegner rechnen mit Kosten von über 70 Millionen. So oder so finden sie die Sanierung zu teuer. Sie fordern, dass die Stadt Alternativen prüft, zum Beispiel den Abriss des Rathauses. Aktuell steht das Gebäude leer, weil dort Schadstoffe beseitigt werden.
Im Ruhrgebiet wird eine weitere Halde umgestaltet. Seit heute laufen Abrissarbeiten auf der Halde Motschburg in Gladbeck. Dort wird ein 30 Meter hoher Bunker mit einem Spezialkran abgerissen und zerlegt. Seit den 60er Jahren wurde Erde von Untertage von verschiedenen Zechen auf die Halde gefahren. Seit der Schließung der letzten Zechen ist die Halde Mottbruch nicht mehr in Betrieb. Sie wird demnächst an den Regionalverband Ruhr übergeben. Der will sie dann der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das war wieder Vier Land und Leute. Die nächste Ausgabe hören Sie in einer Stunde. Dankeschön, Katja. Katrin, hat das Wetter, ist von allem irgendwie was dabei? Ja, über Mittag wird das Wetter von vereinzelten Schauern abgesehen. Eigentlich schon freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Ehe nachmittags vom Rhein her neue Regenwolken aufziehen. Die erreichen zum Sonnenuntergang dann auch die Weser. Dazu in Olpe bis 9 Grad, in Höxter und Eschweiler 12 und in Rheine und Wesel bis 13 Grad. Der WDR4-Verkehrsservice, das sind die aktuellen Meldungen. A1 Münster Richtung Dortmund, zwischen dem Karener Kreuz und dem Kreuz Dortmund-Unna 3 Kilometer stockender Verkehr. A1 Dortmund Richtung Köln, zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und Köln-Mühl 1 Kilometer stockend. A2 Dortmund Richtung Hannover, zwischen Flotow-West und Porta Westfalica etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer stockend. A45 Hagen Richtung Gießen, zwischen Freudenberg und Siegen 2 Kilometer stockend. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen dem Kreuz Holz und Lüchen 2 Kilometer Stau. Und A61 Mönchengladbach Richtung Venlo, zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Viersen 2 Kilometer stockender Verkehr. Dankeschön, hier ist WDR4. Hier ist das Finale der WDR4 Top 444 mit Katrin Brackmann und Jürgen Meyer. Und jetzt mit Platz 368. Das ist eine Frau. Kann das sein, Katrin, dass sie damals in den 80ern schon so eine Frisur hatte wie du heute? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen an Cindy Lauper gedacht, als ich mich diesen Zopf an der Seite oben auf den Kopf gemacht habe. Cindy Lauper mit Girls Just Wanna Have Fun. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. WDR 4, die Top 444.